Big One, darf ich recht herzlich willkommen heißen hier zum weiteren Gameplay-Commentary auf dem Anonymous Klang-Kanal. Heute seht ihr im Hintergrund, ich weiß, es ist schon wieder Nuketown, aber Freunde, aber, ich habe immer ein Aber dabei, ja? Immer wenn Nuketown kommt, habe ich aber auch gleichzeitig ein Aber dabei, ja? Und heute ist das Aber, es wird mit der RK5 gespielt, ihr seht schon, einfach eine Pistole, mit einer Pistole eine Nuklear gedroppt, eine 42er Gunstreak und ja, die Pistole sind zwar nicht schlecht, die sind zwar minimal overpowered, aber es trotzdem, macht mal mit einer RK5 eine Nuklear, ist schon nicht übel, 42er Gunstreak kann sich sehen lassen auf jeden Fall, genießt das Gameplay, ich habe es ein bisschen runtergeschnitten und ja, ich habe auch heute ein Thema für euch dabei und zwar, ich habe mich heute gerade wieder aktuell dabei erwischt, das ist voll krank, es geht um Must-Have-Produkte, ja, was ist Must-Have? Must-Have heißt einfach übersetzt, muss ich haben, ja, das muss man haben, aber denkt man, dass man es haben muss oder braucht man es wirklich zum Leben, ja, was braucht man jetzt eigentlich zum Leben, ne? Wenn man jetzt überlegt, Must-Have-Produkte, das muss man unbedingt haben, ja, was braucht man jetzt ganz wirklich zum Leben, wenn man jetzt das minimalistisch da betrachtet, man braucht Nahrung, Essen, Trinken, das ist auf jeden Fall was, das braucht man einfach zum Leben. Man braucht ein Dach über dem Kopf, also ein Heim, ein Zuhause, ein Zimmer, irgendwas. Man braucht Freunde, also für mich ist definitiv, man braucht Freunde zum Leben, ja, weil ohne vereinsamt man einfach komplett und das geht auch nicht. Also Freunde braucht man und ein bisschen Geld halt, um von A nach B zu kommen, um sich Essen zu kaufen und so. Da wären wir wieder bei Punkt 1. Also Geld ist so ein bisschen so ein Mittel, womit man sich die anderen zwei Sachen so ein bisschen, die da irgendwie zusammenspielen und einfließen ineinander. Und ja. Jetzt gibt es aber Sachen, die man absolut nicht fürs Leben braucht, aber man ist trotzdem bereit, Unmengen an Geld auszugeben oder sogar mehr Geld, als man eigentlich hat, indem man Sachen finanziert, monatliche Raten abbezahlt oder sowas und dann übernimmt man sich und dann auf einmal hat man mehr Unkosten, wie dass man Geld verdient oder sowas und da verirren sich viele in der Schuldenfalle oder sowas und das sind alles Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Ich, ganz aktuell, jetzt gucke ich bei Amazon jetzt schon die ganze Zeit nach diesem scheiß DX Racer Gaming Stuhl, ne? Ich bin so heiß auf diesen scheiß Stuhl, das ist ganz einfach, dieses Product Placement, ja, am Anfang, wenn man das so hört, denkt man, ja gut, Product Placement, ja, ich sehe das jetzt da als Werbung, aber will ich es mir jetzt kaufen? Nee, da läuft jetzt Duschdass-Werbung für irgendeinen scheiß Duschgel, will ich mir jetzt unbedingt Duschdass kaufen? Nee, ich kaufe mir jetzt extra was anderes, weil es juckt mich einfach nicht, was für ein Duschgel es ist. Von daher könnte man sagen, Product Placement ist total Quatsch, das bringt gar nichts und das habe ich lange Zeit auch gedacht. Aber bei Leuten, die du als Vorbild hast so ein bisschen, ja, ich habe jetzt einen Streamer, einen CSGO-Streamer, der hat abnormale Skills und hat auch einen sehr guten Unterhaltungsfaktor und so, gucke ich sehr gerne. Und der hat diesen DX Racer Stuhl, ja, und dann ab und zu gucken wir bei Alotrix Livestreams oder sowas vorbei, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich habe gesehen, er hat auch diesen DX Racer Stuhl, also Alotrix ist jetzt nicht mein Vorbild oder so, aber es haben sehr viele Streamer diesen Stuhl, die man so guckt und dann will man das automatisch auch haben. Also von daher ist dieses Product Placement funktioniert doch. Es funktioniert einfach doch. Dadurch, dass ich ihn so oft und überall gesehen habe, habe ich dann noch mehr Bock drauf. Das füttert einfach das Verlangen nach diesem Stuhl noch mehr. Und der wurde jetzt runtergesetzt, hat irgendwann mal 300 Euro rumgekostet und jetzt kostet der 179 Euro. Und jetzt überlege ich ernsthaft 179 Euro für einen Stuhl auszugeben, obwohl ich einen funktionierenden Stuhl habe. Ich habe einen Stuhl, den hier, der hat vielleicht 80 Euro gekostet, der ist in Ordnung, der funktioniert einfach und ich will jetzt 180 Euro ausgeben für einen weiteren Stuhl, damit ich noch einen habe, der auch funktioniert. Warum macht man das, ja? Mein Bruder zum Beispiel, der macht professionell, macht er so, was heißt professionell, er hat er mal vor ein paar Monaten, er hat jetzt vor kurzem mit aufgehört, aber hat er hobbymäßig so Boxen, aber so Subwoofer in sein Auto gebaut. Aber jetzt nicht so wie so ein Dorfsknabe, da so einen runden Blaupunkt-Subwoofer einfach hinten reingeschmissen und fertig, sondern richtig mit vier Gel-Batterien hinten drin, Kondensatoren, irgendwelche Anzeigen, riesen fette Kabel und Verstärker und pipapo, der ist auch damit angetreten auf irgendwelchen Festivals mit Dezibelmessungen und so. Das war voll krank und hat Unmengen an Geld ausgegeben für diesen ganzen Krempel. Das ganze Equipment, die Subwoofer, die Verstärker, das kostet so viel Geld und das abnormales Auto muss verstrebt werden, sonst verbiegt sich die Karosserie einfach, wenn so eine Basswelle kommt. Und es ist abnormal, also da kann man im Prinzip gar nicht drin hocken, wenn man da 100% Leistung einschaltet. Und wozu braucht man das eigentlich? Irgendwie ist es geil, so ein bisschen, wenn du drin hockst und der Bass einfach durchschüttelt dich einfach komplett, dann denkst du, das ist geil, aber will ich jetzt dafür Tausende von Euro ausgeben? Und er gibt einfach Tausende von Euro dafür aus. Warum macht er das? Warum macht man das, ja? Ich zum Beispiel,
mit diesem Stuhl, auch absolut unnötig. Ich habe einen Stuhl, ich will mir einen für 180 Euro kaufen. Ich will einfach 180 Euro aus dem Fenster rauswerden. Warum? Und das ist einfach diese Psychologie, die sich viele zunutze machen. Ja? Viele machen so viel Geld damit, dass man einfach diese Must-Have-Produkte, diese ganzen iPhone-Zombies, ja, es gibt so viele Leute, die iPhone haben. Ja, oh, es gibt das iPhone 4, kaufe ich mir. Jetzt gibt es eine 4S, oh scheiße, wieder neuer, kaufe ich mir. Jetzt gibt es das 5er, dann, was weiß ich, dann das 6er, dann das 6 Plus. Ja, und keiner weiß genau, was der Vorgänger bzw. der Nachfolger jetzt so viel mehr kann wie der Vorgänger. Aber jeder ist bereit, da nochmal einen Tausender hinzulegen für die neuere Version. Obwohl die gar nicht viel mehr kann. Ich wüsste jetzt nicht, was ein 5er und ein 6er, wenn man die zwei jetzt vergleicht, was der jetzt so brachial unterschiedlich sein soll, dass das einfach nochmal wert ist, 1000 Euro auszugeben. Und Leute machen es einfach, weil die das als Must-Have-Produkt abstempeln. Das ist wirklich krass, wie viel man bereit ist, dafür auszugeben. Und ja, habt ihr auch irgendwas, wo ihr sagt, ey, da gebe ich so viel Geld aus, das ist eigentlich abnormal. Da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, für was ich so viel Geld ausgebe, was eigentlich gar nicht sein muss. Keine Ahnung, vielleicht in Tastaturen, in Mäusen, in SCUF-Controller, keine Ahnung. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Oder ihr geht jeden Tag in Mc's, weil ihr das Essen geil findet. Keine Ahnung. Würde mich interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich habe auf meinem Kanal ein richtig cooles FAQ hochgeladen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.